Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt hier sagen kann, während wir warten. Das Spiel wurde nur von einer Person, nämlich Toby Fox, entwickelt. Er hatte zwar bei dem Design der Charaktere etwas Hilfe, teilweise, aber hauptsächlich hat er es alleine gemacht. Ja, die Story haben wir auch am Anfang gesehen. Monster und Menschen haben gegeneinander Krieg geführt. Die Monster haben verloren und wurden in den Untergrund verbannt. Durch mächtige Magie. Und irgendwie haben wir es geschafft, also Hans hier hat es geschafft, in den Untergrund zu fallen, wo die Monster leben. Und ja, das erste Monster, dem wir begegnet sind, war Flowey, der uns umbringen wollte. Normalerweise, wenn man das Spiel das erste Mal spielt, dann ist man so leichtgläubig und schiebt sein Herz, also seine Seele, in seine weißen Bullets rein. Und stirbt dann fast instant. Dann lacht er einen aus und sagt, hier unten heißt es töten oder getötet werden. Und dann kommt Toriel halt und rettet einen. Und so ist das Spiel auch. Es gibt drei Enden in dem Spiel. Einmal die neutrale Route, die wir jetzt als erstes angehen werden. Weil wir die angehen müssen. Denn nur wenn wir die neutrale Route einmal freigeschalten haben, können wir die Pazifisten-Route abschließen. Also wie man gerade gesehen hat, ich habe den Crashtest damit zu Tode gelangweilt, damit er abhaut. Ich hätte auch ganz normal mich mit ihm unterhalten können, da hätte Toriel den Kampf abgebrochen. Irgendwann. Oh ja, genau, jetzt passiert es zum ersten Mal. Das Telefon klingelt. Hallo. Hello, this is Toriel. My errands are taking longer than I thought they would. You must wait 5 more minutes. Thank you for being patient. Ja, wir müssen also jedes Mal 5 Minuten warten. Dann ruft sie uns wieder an. Ich glaube, 4 oder 5 Mal macht sie das insgesamt. Oder sogar 6 Mal. So lange kann ich ja weiter vom Spiel erzählen. Wir müssen also die ganze Zeit hier in diesem Raum bleiben. Ja, wo war ich gerade? Genau, den Pazifisten waren, indem wir einfach alles mit jedem Monster, dem wir begegnen, reden und es sparen, also Mercy zeigen. Und dann gibt es den Genozid Run, den ich selber zugegebenerweise nie gespielt habe, weil ich es einfach nie übers Herz bringen konnte. Indem man eben einfach alles tötet. Aber ich möchte mit euch jetzt hier in diesem Let's Play auf den Pazifisten-Run hinarbeiten und gucken. Es gibt nämlich verschiedene Möglichkeiten, die Gegner zu sperren. Es gibt die richtige Möglichkeit und die nicht ganz so richtige Möglichkeit, und ich will versuchen, dass ich bei allen die richtige Möglichkeit finde und hinkriege. Ja, und uns werden dann einige lustige Gegner noch begegnen, während wir sie spammen und unterwegs sind und den Ausweg hier suchen. Man hat ja jetzt schon an Toriel gemerkt, dass sich das Spiel nicht so wirklich sehr ernst nimmt. Also Toriel kommt einem jetzt richtig vor wie die übervorsorgliche Mutter, die einfach niemanden hat und sich jetzt freut, dass ein Kind in ihre Ruine gefallen ist, über das sie sich kümmern kann. Und jetzt hat sie es halt einfach hier stehen gelassen mit einem alten Prepaid-Telefon und ist einkaufen gegangen. Ja. Aber uns werden noch mehr interessante Leute unterwegs begegnen, das kann ich mal vorwegnehmen. Ich will aber noch nicht so viel über sie verraten. Und ich finde, die Musik in dem Spiel ist teilweise sehr episch. Also jetzt die Melodie, die Ruinenmelodie hier, die ist ziemlich beruhigend, aber es gibt auch noch nachher die etwas cooleren Melodien, vor allem wenn wir uns in Anführungszeichen Bossfights befinden. Dann kommen die richtig coolen Melodien. Und auf die freue ich mich auch schon. Ich mache außerdem hier mal ein deutsches Let's Play oder Let's Story für Undertale. Einfach weil
ich irgendwie das Gefühl habe, also ich habe jetzt selber geschaut mal, auch auf YouTube, ob es da gescheite Undertale-Let's Plays gibt. Aber ich muss ehrlich sagen, für das, was das Spiel ausmacht, erstmal, es gibt hauptsächlich Englische, was klar ist. Aber die, die es Deutsch spielen, ich weiß nicht, die kann ich irgendwie nicht so richtig ernst nehmen. Wenn sie das Spiel spielen, also... Seien wir nicht böse. Das Spiel hat schon einen gewissen Grad an Respekt verdient für das, was es ausmacht. Es ist zwar teilweise ziemlich blödsinnig, aber gerade wenn es zum Ende hingeht, oder gerade wenn es an den Pazifisten rangeht, dann... Ja. Ist das Spiel doch schon ein bisschen ernst. Und es klingelt mal wieder. Hello, this is Toriel. I found what I was looking for. But before I could take it, a small white puppy snatched it away. Ja, ein kleiner weißer Hund hat ihr gerade, also ein Hundewelpe hat ihr gerade ihr Einkauf geklaut. Dieser weiße Hundewelpe ist übrigens der Running Gag in dem Spiel. Das kann ich jetzt auch schon gleich mal sagen. How odd. Do dogs even like floor? Ich bin sicher, dass sich weiße Hunde gerne im weißen Mehl wälzen, um noch weißer zu sein. That's an unrelated question, of course. If it take a little longer, please understand. Click. Also ja, alle 3 Minuten eigentlich klingelt das Telefon. Und so dann bleiben wir jetzt hier einfach rumstehen, bevor wir dann weitergehen. Also ja, ich mach das letzte Story jetzt hier lieber besser, weil manchmal ist die Story auch ein bisschen schwierig zu verstehen, wenn man das Spiel nicht selber gespielt hat oder mehrmals gespielt hat und auf bestimmte Sachen dann immer achtet. Aber doch, ist ganz cool das Spiel eigentlich, dafür, dass es so eine ziemlich minimalistische Grafik hat. Ich meine, guckt euch das mal an, hier sind eigentlich fast gar keine besonderen Effekte eingebaut worden. Die Maus kann ich mal wegtun, falls man sie überhaupt sieht. Ja, nicht mal richtige Schattierungen und so weiter. Ich meine, selbst unser Charakter besteht nur aus Unifarben. Bis auf die beiden hübschen Linien auf seinem Hosenhemdverschnitt da. Und sein nicht vielsagender Blick. Das ist übrigens, auch was ich gleich mal erwähnen kann, Absicht vom Entwickler gewesen, dass man nicht erkennen kann, ob unser Char männlich oder weiblich ist und auch keine direkten Emotionen an ihm erkennen kann. Einfach, damit der Spieler sich besser mit dem Charakter identifizieren kann. Also in Wirklichkeit kommuniziert das Spiel direkt mit dem Spieler und nicht mit der Figur im Spiel. Deswegen habe ich ihn auch einfach mal Hans getauft. Weil Bradoir ging ja leider nicht. Das war ein Buchstabe zu viel. Oder 2 sogar. Jetzt müsste Toriel gleich demnächst wieder bimmeln. Ja. Das hier ist nämlich so ein hübsches, kleines, verstecktes Easter Egg, dass wenn man in dem Raum bleibt, Toriel einen immer anruft. Und erzählt, dass sie den weißen Hund jagt. Das verschwindet nämlich, sobald wir in den nächsten Raum gehen. Was ich etwas schade finde. Aber man will ja herausfinden, was passiert, wenn man wie ein braver Junge hier auf sie wartet. Auch wenn man seinen eigenen Kopf hat. Der übrigens sehr interessant geformt aussieht von vorne. Aber das wird wahrscheinlich mehr an den Haaren liegen, weniger an der Kopfform selber. Weil von beiden Seiten her sieht man gleich aus. Ja. Ich glaube, noch 2 oder 3 Mal wird sie uns jetzt anrufen. Genau, da kommt der Anruf schon. Hm? You hear heavy panting on the other end of the phone. Bark, bark. Also wuff, wuff. Bark, bark.
You hear a distant voice. Stop, please. Come back here with my cell phone. Klick. Ja gut, noch zweimal dann. Wahrscheinlich wird sie jetzt anrufen. Oder einmal, ich weiß es nicht genau. Nicht mehr genau. Aber dann können wir auch weitergehen. Und ja, diese hübschen Speicherpunkte sind auch immer wieder lustig. Bei an jedem Speicherpunkt werden wir etwas sehen, was uns mit Determination erfüllt. Also mit Entschlossenheit. Die Entschlossenheit, die wir brauchen, um aus diesen Ruinen wieder rauszufinden. Was ja eigentlich unser eigentliches Ziel ist. Auch wenn wir dann bei Toriel wahrscheinlich das Herz brechen werden. Bis wir hier rausgefunden haben. Ja, ich kann jetzt leider nicht mehr großartig viel sagen, weil ich nichts spoilern will aus dem Spiel. Ich finde es halt etwas schade, dass das Spiel... Also der Hype hat dem Spiel nicht wirklich gut getan, muss ich sagen. Weil es gab viele Leute, die das Spiel einfach links liegen gelassen haben wegen dem Hype. Hype ist auch eben etwas kontraproduktiv. Ja, mehr kann ich jetzt leider selber nicht sagen. Wir müssen halt warten, bis Tommy jetzt noch ein- oder zweimal klingelt. Ich glaube, noch zweimal wird sie anrufen. Oder wenigstens einmal. Also ich weiß, einmal kommt auf jeden Fall noch ein Anruf von ihrem Handy. Und dann kommt wahrscheinlich, glaube ich, doch noch ein weiterer Anruf, nämlich, dass sie ihr Handy endlich wieder hat. Dumm, 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 dumm. Ja, ich dumm jetzt einfach ein bisschen mit der Musik mit. Dumm, 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 dumm. Ja, was ich noch sagen kann, das Kampfsystem nachher wird richtig interessant, weil sich der Entwickler wirklich für jeden Gegnertyp eigenes Kampfsystem ausgedacht hat. Also nicht nur eigene Dialoge fürs Act, sondern auch, wenn der Gegner uns angreift, hat jeder Gegner ziemlich universelle Angriffs-Moves. Okay, Wing. Huh? Snore, Snore, also Schnarch, Schnarch. It sounds like a small white dog is sleeping on the cell phone. You hear a distant voice. Hello, little puppy. Where are you? I will give you a nice pat on the head. The snoring stops. If you return my cell phone, the snoring resumes. Click. Gut, vorletztes Mal glaube ich, dass dieses super Easter Egg jetzt gekommen ist. Weil ich glaube, jetzt ruft sie nochmal an, um zu sagen, dass sie ihr Cellphone back hat. Und wenn das nicht kommt in den nächsten 4 Minuten, ich habe ja hier meine Stoppuhr, dann gehe ich einfach in den nächsten Raum. Weil ich glaube, dann ruft sie im nächsten Raum an und sagt, dass sie ihr Cellphone back hat. Also wieder zurück hat. Aber ja, im Allgemeinen finde ich das Spiel supi toll. Das ist eins von wenigen Spielen, das mich auch zum Weinen gebracht hat, teilweise. Also nicht nur zum Lachen, sondern auch zum Weinen, weil es mich wirklich traurig gemacht hat an manchen Stellen. Sowas hat zum Beispiel nur das Telltale-Spiel Walking Dead geschafft. Also der erste Teil.
Oder was hat das noch geschafft? Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Es gab schon ein paar Spiele. Ich glaube, ich habe sogar... Habe ich eigentlich mal ein Spiel gespielt, Let's Play, was mich zum Weinen gebracht hat, storymäßig? Bin ich mir jetzt so nicht ganz sicher. Age of Mythology war auch ein bisschen traurig, aber nicht so, dass ich weinen musste. Drakensang am Fluss der Zeit, ist nichts so wirklich Trauriges passiert. Ich glaube, ich habe mal was gespielt, wo mich traurig gemacht hat, Let's Play, aber mir fällt es jetzt gerade nicht mehr ein. Gab's mal was in Pillars of Eternity? Das wäre vielleicht möglich. Mein übrigens bis jetzt erfolgreichstes Let's Play auf dem Kanal. Also Folge 1 hat es geschafft, Drakensang Folge 1 zu überholen. Mein allererstes Let's Play. Gut, warten wir jetzt noch eine Minute. Wenn sie da nicht, Ventoria da nicht anruft, dann gehen wir einfach in den nächsten Raum. Weil ich weiß, da ist ein Speicherraum. Dann kann ich mal die erste... Oh, sie ruft doch noch an. Wing, Snore, Snore. Achoo. It sounds like a small white dog sneezing in its sleep. You hear the distant voice. Here, puppy. Oh dear. I should not keep my guest waiting any longer. Oh no. How long has it been since I have talked to them? Perhaps they have been calling the phone and... Here, puppy. Click. Können wir ja mal kurz ausprobieren. Say hello. Somewhere signals deflected by a dog. Ja gut, dann lassen wir es noch einmal durchlaufen. Währenddessen kann ich ja doch wirklich ein bisschen über meinen Kanal reden, solange wir nichts hier von der Story haben. Also ja, wie gesagt, Pillars of Eternity hat Drakensang am Fluss der Zeit überholt. Eben, gerade weil ich das Spiel ja früh angefangen habe zu spielen, nachdem es rausgekommen ist. Da war noch ein bisschen Hype da. Und ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe seitdem ich das Let's Play abgeschlossen habe, nicht mehr gespielt. Damit muss ich mich jetzt auch mal wieder dahinter klemmen und es mal für mich selber in Ruhe durchspielen, voll auf Englisch. Ohne die etwas verkorksten deutschen Untertitel. Ja, aber ansonsten hatten wir wirklich ein Spiel. Fällt mir jetzt gerade so nicht ein. Was schade ist. Aber ja, könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, dass mich das Spiel hier wieder sehr traurig machen wird an einigen Stellen. Aber auch viel zu... Ich werde da wahrscheinlich auch viel lachen und ihr hoffentlich mit mir, weil das Spiel ist echt gut. Deswegen ist das jetzt ja mein neues Sonntagsprojekt, bis We Are The Dwarfs weitergeht. Ihr habt ja sicherlich gesehen, also ich habe jetzt eine We Are The Dwarfs Folge gemacht. Das war die letzte. Und stelle jetzt die beiden Folgen Undertale auch noch öffentlich. Dass nicht zu wenig diesen Sonntag kommt. Ich habe natürlich auch Bock aufs Spiel, sonst würde ich das hier jetzt hier nicht machen. Aber im Augenblick kommt jetzt sonntags immer Undertale. Bis Undertale durch ist,
Und da muss ich mir was Neues überlegen, bis We Are the Dwarfs das neue Kapitel draußen ist. Auf das ich auch schon ganz gespannt bin. Ja. Gut. Dann warten wir noch einen kurzen Moment. Ich kann ja die Folgen heute, die Undertale-Folgen, ein bisschen länger machen. Fünfmal wurden wir bis jetzt angerufen. Ich glaube, 5 oder 6 Mal ist das Maximum, dass jetzt das Telefon geklingelt hat. Weil wir wollen ja auch ein bisschen was noch weiter von der Story sehen, oder? Auch wenn das Spiel hauptsächlich auch eben aus solchen Gags besteht. Neben der Hauptstory. Ja. Viel mehr kann ich jetzt auch nicht mehr sagen. Zum Spiel selber oder über meinen aktuellen Let's Play-Stand. Bondwing. Snor, snor. Yawn. Blink, blink. Yawn. Snor, snor. You hear a tired voice. Doggy, here, doggy. Oh dear. I do wonder how they are. Click. Gut, das bringt uns wieder dazu, nochmal zu warten. Die 4 bis 5 Minuten. Ja, was kann ich noch sagen? Genau, ich habe ja zurzeit immer noch meine beiden Hauptprojekte laufen. Also Game of Dwarfs und Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Wobei wir uns bei Scholar of the First Sin mit der Hauptstory jetzt aufs Ende zu bewegen und nur noch die 3 DLCs haben. Also das wird auch langsam zu Ende gehen. Bei Game of Dwarfs sind wir etwas über der Hälfte. Man merkt ja, die Level sind teilweise ziemlich lang. Aber ist trotzdem ein interessantes Spiel. Ja, nachdem eins der Projekte zu Ende ist, kann ich gleich schon mal sagen, kommt dann mein Grimrock-Let's Play zurück. Also das, was ich beim Abo-Special gestartet habe, werde ich dann fortführen. Dass wir diesen Hardcore-Dungeon auch mal weitersehen. Weil ich bin echt gespannt darauf, wie es da weitergeht. Grimrock ist ja sowieso ein geiles Spiel. Und der Macher von dem Dungeon, der hat wirklich viel Spaß dran gehabt, diesen Dungeon zu machen. Der ist wirklich übel schwer, der Dungeon. Jedenfalls das, was wir bis jetzt im Let's Play, im Abonnenten-Special gesehen haben. Jo. Ich finde es halt gerade ein bisschen blöd, dass beim Auftakt von diesem Let's Story hier ich hier die ganze Zeit rumstehe, nur um euch dieses Easter Egg zu zeigen, aber trotzdem ist es das wert, wenn ich euch das zeige, weil ich finde es blöd, wenn ich euch was vorenthalte, was ich aus dem Spiel kenne. Ich versuche halt, euch halt so viel wie möglich zu zeigen. Ja. Ich kann ja noch mal kurz bei Toriel anrufen. Aber die Signale sind immer noch vom Hund unterbrochen. Ja, putziger Hund. Ja, noch ein paar Sekunden warten und dann gehen wir weiter. Ich glaube, dann kriegt Toriel bald ihr Handy zurück. Nee, sie wird uns, glaube ich, noch einmal anrufen und fragen, ob wir die ganze Zeit in dem Raum gewartet haben. Genau, sie kriegt... Ich weiß nämlich noch, sie kriegt ihr Handy wieder. Und ich glaube, dann werde ich vielleicht doch eine volle Stunde draus machen und 3 Folgen Undertale gleich heute öffentlich stellen. Genau. Snor, snor. Klick.
Ja, gut. Ich würde sagen, gehen wir einfach in den nächsten Raum. Dann kriegt sie nämlich ihr Handy zurück. Wing? Hello? Hello? This is Toriel. My apologies. A strange dog kidnapped my phone. So if you called, I could not have helped you. However, I have recovered it. And you are still in that room, are you not? What a good child you are. There are a few personal ahead that I have yet to explain. It would be dangerous to try to solve them yourself. We could, alright? Click. Genau. Ribbit, ribbit. Excuse me, human. I have some advice for you about battling monsters. If you act a certain way or fight until you almost defeat them, they might not want to battle you anymore. If a monster does not want to fight you, please use some mercy, human. Ribbit. Ja, da hat er uns mal kurz das Kampfsystem erklärt. Playfully crinkling through the leaves fills you with determination. HP fully restored. Ja, wir spielen schon 43 Stunden hier. Gut, aber dann würde ich doch mal sagen, bevor wir hier weitermachen, gibt es jetzt erst einmal einen Cut und ich hoffe, dass ihr weiter zuschaut. Auch wenn wir jetzt eine ziemlich lange Durststrecke an Folge hatten. Also, bis dann.